Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Drachenreiten. Umgekehrt. Und zwar die Klippenhundstrecke. Ich glaube, das war irgendwann mal meine Achillesferse. Und ich zufrieden war, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Deswegen gucken wir jetzt mal. Ich sag jetzt schon, dass ich mich wahrscheinlich aufregen werde. Puh, das war knapp. Ich glaube, den schwersten Teil haben wir jetzt geschafft mit den Kugeln, oder? Versuche erstmal vorsichtig hier die Strecke durchzumachen. Ja, man muss mich direkt ganz auf den Boden absetzen. Das ist okay. Frage ich mich, wie man der Kugel hätte ausweichen können. Nämlich gar nicht. Ja, okay. Das Ding ist sowas von kaputt, ey. Danke, Kugel, ey. Ah, jetzt gehen mir die Fischer hier noch auf die Nerven, ey. Also ja, ich hab's predicted. Geht mir jetzt schon auf die Nerven. Muss ich ganz ehrlich sagen, ey, das Konzept mit 500 Millionen Kugeln im Weg ist ja mal mega geil. Versuche jetzt die ein oder andere Ding hier erstmal aufzusparen. So, da sind wir gerade eben noch durchgekommen. Das Eis sehr, sehr, sehr knapp hier. Also ich muss sagen, wenn ich sie geschafft habe, habe ich sie geschafft. Also den Schuh muss ich, will ich mir nicht anziehen, weil das ist ja mal mega Kacke hier. Also, nee, danke. Das ist Aufregung pur gerade. Macht doch bitte alle Kugeln hin, die ihr findet hier. Ja, Bronze reicht. Ich bin zwar knapp an Silber vorbei, aber ganz ehrlich, den Kugeln so auszuweichen, das ist ja mal mega anstrengend. Ja. Ein bisschen salty gerade, weil die Strecke, ich habe sie ja auch schon auf schwierig gehasst. Da kam direkt Erinnerung wieder hoch. Deswegen, ich bin froh, dass ich sie auf Bronze habe. Ich bedanke mich trotzdem vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Drachenreiten wieder. Ich hoffe, dann eine bessere Strecke, die nicht so salty macht. Bis dann. Ciao, ciao.